Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira. Und heute mache ich mit euch was ganz Besonderes. Ihr kennt bestimmt von Instagram diese Videos, wo diese coolen Kuchen mit dieser ultra glatten Lackglasur übergossen werden und dann so glatt gestrichen werden. Und das glänzt und sieht super toll aus. Ich habe mich sofort gefragt, wie man das macht und habe mich auf die Recherche begeben. Und das Ganze nennt sich Mirror Glaze und ich zeige euch heute, wie das geht. Ich habe hier schon mal einen Kuchen vorbereitet. Ihr könnt das mit jedem Kuchen machen, den ihr am liebsten essen mögt. Ich habe jetzt hier einfach einen ganz normalen Vanillekuchen genommen. Da könnt ihr zum Beispiel das Grundrezept von dem Rainbow Cake nehmen, einfach davon ein Drittel dann nur nehmen, sonst wird der zu hoch. Oder eben jeden Kuchen, der euch schmeckt. Und dann habe ich hier auch schon mal ein Frosting, mit dem ich den Kuchen jetzt gleich mal einstreiche als Basis. Welches Frosting ihr nehmt, ob ihr eine italienische Buttercreme nehmt oder ein ganz normales Frosting oder eine andere Buttercreme, das ist total euch überlassen. Wichtig ist nur, dass wir den Kuchen einmal richtig gut grundieren, damit unsere schöne Lackglasur auch eine gute Basis hat. Ich habe den Kuchen jetzt hier schon mal auf meinen Tortenheber geschoben, bevor ich die Seiten mache, denn ich möchte ja den Kuchen noch mal in den Kühlschrank stellen, bevor es weitergeht. Und bevor ich hier jetzt alles voll saue, stelle ich den erstmal da drauf. So, das hier habe ich jetzt schön eingefrostet. Eine richtig schöne glatte Schicht. Wichtig, dass es glatt ist und dass alle Krümel und alles gut eingeschlossen ist. Und das Ganze kommt jetzt nochmal in den Kühlschrank, so ungefähr für eine Stunde. Als nächstes machen wir den Mirror Glaze. Dafür habe ich schon mal meinen Topf hier auf den Herd gestellt und die Platte angeschaltet. Denn in diesen Topf kommen gleich Zucker, Wasser und Sirup. Eigentlich Glukosesirup, aber falls ihr keinen findet, könnt ihr auch von Graf Schaffner den hellen Sirup nehmen. Der ist mindestens genauso gut und den habe ich jetzt auch hier. Das muss jetzt aufkochen und in der Zwischenzeit können wir schon mal die Gelatine mit dem Wasser mischen. Jetzt habe ich hier weiße Schokolade, die gibt den leckeren Geschmack und auf diese gieße ich gesüßte Kondensmilch. Und da kommt jetzt auch die Gelatine dazu. Unser Sirup hat jetzt ein paar Minütchen gekocht und wird jetzt über die Schokolade-Gelatine-Masse drüber gegossen. Einmal umrühren und dann warten wir ein paar Minütchen, bis sich alles schön aufgelöst hat, bevor wir dann alles mit dem Stabmixer verrühren. Jetzt tauche ich hier mit meinem Stabmixer ein und wir wollen darauf achten, dass wir keine Luftblasen unterrühren. Also schön unter der Oberfläche bleiben. Jetzt geht es nur noch ums Färben. Da könnt ihr natürlich jede Farbe nehmen, die ihr gerne haben möchtet. Ihr könnt auch Farben mischen oder alles Mögliche da machen. Ich nehme heute Violett, weil ich darauf irgendwie Lust habe. Und ich fange an, dass ich erstmal nur eine kleinere Menge nehme und mich dann so rantaste. Unser Mirror Glaze muss jetzt noch abkühlen und zwar ungefähr auf 35 Grad. Dafür stelle ich es in den Kühlschrank, aber behaltet es unbedingt im Auge, denn wir wollen nicht, dass es kälter als 35 Grad wird. Das Gute ist, falls ihr kein Thermometer habt, 35 Grad ist ja so ungefähr Körpertemperatur. Das heißt, daran könnt ihr das dann so in etwa abschätzen.
Unser Glaze ist frisch aus dem Kühlschrank und hat die perfekte Temperatur und auch der Kuchen ist noch schön kühl. Also das ist jetzt der perfekte Moment, um den Glaze richtig schön über den Kuchen laufen zu lassen. Und das hier ist unser fertiger Mirror Glaze Kuchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Gerade hier werde ich natürlich wieder Fotos sehen und vielleicht sogar auch ein paar Videos. Also bei Instagram hochladen mit Hashtag IamBakeLab verlinken, damit ich mir das alles anschauen kann. Und ihr könnt natürlich auch mal auf unserem Account vorbeischauen, BakeLab_official. Und falls ihr mal nicht so Lust auf was Süßes habt, dann schaut doch mal bei Meal Club vorbei. Da kocht Doro für euch super leckere Sachen.